integrierte Gesamtschule ist seit mehr als 15 Jahren im Klimaschutz aktiv und hat seitdem zahlreiche Energiesparmaßnahmen und Klimaschutzprojekte umgesetzt. Dabei bekommt die Schule von ihrem Schulträger einen Teil der eingesparten Energiekosten erstattet und kann damit weitere Projekte finanzieren. Unser Schülercafé, Café Delight, hat das Ziel, so wenig Müll zu produzieren wie möglich. Daher haben wir zwei neue Produkte in unser Konzept genommen. Einmal den Recap-Becher und zweitens unsere Merchandising-Trinkflasche. Als Energiesparer sorgen wir für die Temperaturliste und für die Mülltrennung. Unsere Aufgabe ist außerdem, dass die richtige Wärme und die richtige Luft im Raum ist. Hallo erstmal, ich würde sagen, also wir sind die Energiesparer der 10. Klasse und wir sind heute da, um euch unsere Energiesparmaßnahmen zu zeigen, die ihr anwenden müsst in eurem Klassenzimmer. Ja, habt ihr euch vielleicht sogar schon gefragt, wozu das hier hängt? Das hängt hier extra, denn ihr kriegt immer vor, also 6 Wochen vor den Winterferien, kriegt ihr hier immer so eine Liste und da könnt ihr dann 3-mal am Tag, Montag bis Freitag, immer eintragen, welche Temperatur euer Klassenzimmer hat. Richtiges Stoßlüften ist während der Heizperiode auch sehr wichtig. Nicht länger als 5 Minuten. Für den Unterricht haben wir unter anderem 10 Baukästen zum Thema erneuerbare Energie angeschafft. Mit diesen Baukästen lernen wir, Solarenergie praktisch anzuwenden. In den Fluren haben wir bei den Lampen jeweils ein Licht rausgedreht, um weniger Strom zu verbrauchen. Hier hinter uns sehen Sie unsere Solarzellen. Diese konnten wir uns durch die Gelder der Energieeinsparung leisten. Durch diese erzeugen wir ökologischen Strom und schützen damit unsere Umwelt. Seit Beginn des Projekts in der Stadt Wörth im Jahr 2001 haben wir insgesamt 48.000 Euro an Prämien für unsere Einsparbemühungen erhalten. Bisheriger Höhepunkt der Klimaschutzaktivitäten waren die 2018 durchgeführten Projekttage zur Nachhaltigkeit, bei denen die verschiedenen Klassenstufen unterschiedlichste Umwelt- und Klimaschutzprojekte erdachten und umsetzten. Zum Marktplatz der nachhaltigen Möglichkeiten konnte die Schule nicht nur zahlreiche Eltern und Bürger, sondern auch die rheinland-pfälzische Bildungsministerin begrüßen. Unser Marktplatz der nachhaltigen Möglichkeiten im Mai 2018 war ein Höhepunkt unserer Nachhaltigkeits- und Klimaschutzaktivitäten. Die integrierte Gesamtschule in Wörth am Rhein, ausgezeichnet mit dem Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung 2019.